Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ballerburg mit mir, Ingui Viva. Und ja, wir wollen jetzt sofort erstmal starten. Ein Spielchen. Spieler versus Computer. Genau, wir hatten beim letzten Mal ja Freeman gehabt, also gestern. Und heute? Genau. Bla bla bla. Oder? Nee, doch nicht. Fehlt auch scheiße. Also ein bisschen kacke an, ganz zum Schluss, wenn man dann halt nennt, bla bla blas König wurde, fand ich das auch scheiße. Boah, Alter, ist immer sowas von schwer. Und, ey, am Anfang, oder halt, wenn ich nach einer Aufnahme fertig bin, dann weiß ich schon mal so, ach, den Namen nehme ich beim nächsten Mal. Und, ah, ja, genau, den Namen nehme ich beim nächsten Mal. Aber jetzt, ey. Echt hammerschwierig, ey, das ist unnormal. So, Tom. Und das ist jetzt nicht irgendwie irgendein Name, sondern halt Tom aus dem Spiel Mafia. Das habe ich auch Let's Played und könnt ihr euch angucken. Andere Burg. So, nehmen wir mal die. Und ich nehme auch die. Ich nehme die. Ja, doch, 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 doch. Sehr gut. So, gleiche Flaggen natürlich nicht. Und starten. Nee, das war auf jeden Fall Tom aus Mafia 1. Und ja. Der Name ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Dim, dim, das war gerade zu weit, ne? Ja. Jetzt aber nicht. Und dann versucht sich wieder einen Weg durch den Berg zu bauen, zu ballern. Schauen. Ah, doch noch zu weit. Okay, die Fahne ist jetzt wieder... Also der Wind ist... Oh, der ist ja sehr stark geworden. Wir müssen jetzt mal kurz eine andere Taktik anwenden. Erstmal... Ach, scheiße. Ich vergesse das immer wieder, dass wir diese blöden Steuern mal da hochsetzen. Und einen Förderturm. Hat er mich eigentlich schon mal getroffen? Nö. Er hat irgendwie keinen Bock, mich zu treffen. Er denkt sich auch, nein, den treffe ich nicht. Wäre unfair. Und ich dezimiere halt alle seine Kanonen hintereinander. So. Was mache ich jetzt überhaupt? Ja, mache ich. Genau. Und die nächste Kanone. Auch wieder im Eimer. Scheiße, keine Kugeln. Ja, boah, ein kleines Depot nur, ey. Das ist ja winzig. Ey, der versucht's echt. Weißt du was? Ich destroye mal die andere Kanone. Mal kurz gucken. Okay. Er kauft sich zwar so bestimmt sowieso eine. So, mal nochmal ausprobieren. Okay, ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter runter. Machen wir mal einen runter. Scheiße. Nichts geholfen. Mal nochmal einen. Boah, zwei. Komm, irgendwann muss es doch mal. Ah, immer so nah dran, ey. Das Schießpulver wurde... Oh, das wurde aber richtig verstärkt, ey. Wie komme ich zu dieser Ehre? Ja, ich bin nah dran. So, nochmal einen hochmachen. Ah, es wird zu... Sag Kacke, ey, was soll das? Schon wieder reichen meine Kugeln nicht. Und mein Pulver fülle ich auch sofort auf. Scheiße. Na gut. Ich hatte mir so gedacht, beim letzten Mal fiel mir überhaupt kein Thema ein, wo ich mal drüber reden kann. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch ganz schnell ein Thema halt... Ne, warte mal. Ist höher. Durchsprechen kann, bevor ich wieder den König besiege. Ist ja meistens so, dass ich halt irgendwie ein Thema anfange. Und dann klappt das doch nicht so richtig. Und ich dachte mir... Was dachte ich mir überhaupt? Alter, ich will unbedingt die Kanone kaputt machen von dem. Der König ist mir jetzt im Moment eigentlich so ein bisschen sehr egal. Ja! Ah, sehr schön. Geiles Gefühl. So, und jetzt können wir uns natürlich um den König kümmern. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ein bisschen mehr Pulver nehmen. Und wieder neue Kugeln kaufen. Ey, ich glaub's nicht. Ach, die Kugeln, ey.
So, warte mal. Nochmal ausprobieren, komm, ich hab... Okay, also hat sich nichts geändert, machen wir jetzt ein bisschen weniger. Das kann nicht wahr sein, ey. Entweder zu viel, zu wenig. Aber hat mich doch keinmal... Das ist noch nie, glaube ich, noch nie passiert, oder? In der ganzen Ballerburg-Aufnahmesession, die wir jeweils gemacht haben. Das, sagen wir, mich überhaupt doch gar keine Kanonenkugel getroffen hat. Alter, was soll das? Boah, ey. Nämlich, boah, ich mache jetzt hier volle Kanne, ey. Mir ist das so scheißegal. Komm, komm jetzt. Komm, ein bisschen hoch. Ja. Ist das geil, ey. Oh, fuck, ey. Oh, nein, ey. Nein. Das sah so geil aus, ey. Und, oh, zwei Kanonen schon abgeknallt von mir. Ey, das sah doch richtig fett aus, oder? Kacke, ey. Okay, Pulver noch kaufen. Und nochmal. Na, scheiße. Achso, ich hatte mir jetzt vor kurzem, hatte ich mir eine neue Webcam geholt. Eine viel, viel bessere. Mit Qualität, ne? Also mit 1080 aufnehmen, dies, das, das und so. Und dann wollte ich halt in diesem Thema, also Ballerburg, wollte ich halt mir Dings holen. Wer ist nochmal? Auch noch ein Förderturm, cool. Windfahne, Kugel nochmal und Pulver. So. Oh, ach, da oben? Ist doch unnormal. Okay, versuchen wir es. Halt wollte mit Webcam aufnehmen. So. Hat es dann ausprobiert bei einer Aufnahme. Nur es ging dann leider nicht. Irgendwie war... Ah, fuck off, ey. War die Kanone, also Kanone, das Bild war verzögert. So, dann wollte ich es halt so schneiden, ne, mit dem Sound, dies, das, das und so. Nur irgendwie war die Webcam hat zu kurz aufgenommen, was ja eigentlich gar nicht sein kann, weil ich ja die Webcam, die Aufnahme, viel eher gestartet habe mit dem Logitech-Programm, was ich da habe. Und war auch ganz zum Schluss auch kürzer. Entweder wurde das automatisch komprimiert, dass ich da überhaupt keinen, ne? Und jetzt wollte ich es gerne mit Magix, mit dem Programm aufnehmen. Weil da kann man mit aufnehmen, aber ob die kann, muss ich mal ausprobieren. Weil ich würde gerne, wie gesagt, mit Facecam hier bei Ballerburg das machen. Und vielleicht habt ihr so einen guten Rat und sagt, ja, das Problem kenne ich oder so. Weil, wie gesagt, ich habe halt das... Ich mach's immer so, meistens, ich habe ja mein Aufnahmeprogramm Bandicam. So, kann ich ja ruhig sagen, mit was ich aufnehme. So. Dann, das Webcam-Programm habe ich gestartet. Keine Kugel mehr. Das Webcam-Programm gestartet. So, Aufnahme drücken. So. Dann habe ich das Spiel gestartet und dann halt Aufnahmetaste gedrückt, um halt damit aufzunehmen. So. Und dann wollte ich halt, habe ich gebabbelt, habe dann halt eine Aufnahme gemacht damit. Und... Nein, mein Förderturm. Ja, und dann ganz zum Schluss wollte ich es dann halt schneiden. Und so die Aufnahme, wenn ich es mir dann angucke, die Videodatei, ist auch gar nicht. Ist auch komplett die ganze Länge und ist auch nicht verkürzt. Also kein irgendwie, dass die Stimme halt irgendwie eher kommt oder später kommt, wie das geblabbelt. Also das die Mundbewegung. So. Und dann habe ich es halt ins Schneideprogramm reingetan. Und wollte dann halt meine... Spiele-Datei auch, ja. Und dann halt vom Mikrofon auch noch die Aufnahme noch bearbeitet und reingetan. So. Und plötzlich sah ich, hä? Ist doch viel kürzer, die Webcam-Aufnahme. So, jetzt weiß ich halt nicht. Weil, wie gesagt, das geht nicht. Das ist einfach, also von Verstand her ist das eigentlich unrealistisch. Weil, wenn du doch, sagen wir mal, die Kamera als erstes anmachst, die Webcam, so die Aufnahme, so, und dann halt erstmal, klar, das Spiel starten und dann kurz warten, so und so, und dann halt dann mit der normalen Aufnahme startest, dann ist doch meines Erachtens doch eigentlich, müsste doch dann die Videodatei, die Aufnahme doch dann komplett viel länger gehen, so, da müsste alles drin sein, so, und das war aber nicht, und der Sound, klar, war sofort irgendwie, war kacke, ging ja auch nicht so richtig. Ich so, was soll das überhaupt der für ein Scheiß, ey? Ja, auf jeden Fall geht das nicht. So, und ich möchte es aber unbedingt haben. Und ich muss es nachher nochmal gleich ausprobieren. Da
dass ich das jetzt mit Magix vielleicht mal aufnehme, wenn das wirklich geht. Dass er sofort dann die Aufnahmespur von der Videoaufnahme sofort dann halt im Programm drin ist, mit voller Länge. Und dann muss ich ja eigentlich dann nur noch halt von der Bandicam die Aufnahme, die halt da einfügen, ja. Soundklar bearbeiten vorher noch mit Audacity. Ja, und dann müsste das doch eigentlich wunderbar klappen. Dann halt klar zurechtdrücken, dass halt die Aufnahme, Videoaufnahme mit der Mundsynchronisation genau gleich ist. So, da muss ich unbedingt mal machen. Also es könnte sein, dass ich beim nächsten Mal vielleicht mit Webcam ihr mich dann seht. Wenn nicht, klar, dann klappt es noch immer noch nicht. Mal gucken. Aber vielleicht habt ihr einen guten Rat, wie man das am besten macht, mit Webcam aufnehmen. Was? Ey, Alter, was? Das war gerade ein bisschen schnell. Ich habe gewonnen? Hä? Ich habe noch gar nicht getötet. Ey, dann lebt er weiter. Muss ich beim nächsten Mal noch nehmen. Tom muss ich dann beim nächsten Mal noch drin lassen. Der lebt ja noch. Scheiße, der ist ja noch nicht explodiert oder sein Körper in 1000 Fetze zerrissen worden. Na gut, okay. Wie gesagt, also schreibt in die Kommentare, wenn ihr da wisst, irgendwie mit Webcam aufnehmen und dass das wirklich passt, ob man dann, wie gesagt, mit Magix das machen kann oder halt, weil das mit dem Logitech, mit dem eigens dafür eigentlich vorgesehenen Programm, der Logitech Webcam, irgendwie, wie gesagt, ist zeitverzögert und dann auch viel zu kurz, die ganze Aufnahme, ist zwar alles drin, aber irgendwie, das wird automatisch, denke ich mal, komprimiert bei dem Programm, das will ich ja gar nicht. Das ist irgendwie ganz scheiße. Also muss ich nochmal ausprobieren. Vielleicht seht ihr mich beim nächsten Mal dann halt mit Facecam bei dem Spiel, weil ich finde, das passt eigentlich sehr gut dazu. Und man macht es ja eigentlich bei Horrorspielen meistens, aber ich finde, bei so einem lustigen Spiel kann man ja auch mit Webcam das machen. Na gut, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich probiere noch ein bisschen aus hier bei Ballerburg mit Mengoviva und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!